Falls du dir in der Drogerie von Balea mal diese Fußhornhautentfernersocken kaufen möchtest, hör gut zu, du solltest einiges beachten. Ich bin Özlem, die Tussi, die alles aus jedem Bereich testet, damit ihr euch das Geld sparen könnt. Und hier ist einiges, was man bedenken muss. Wichtig, auf der Packung steht, dass du es 30 bis 60 Minuten drauf lassen sollst. Halte dich dran, lass es nicht länger drauf, das könnte deine Füße reizen. Zweitens, nach 2 bis 7 Tagen beginnt der bis zu 14 Tage andauernde Abschälprozess. Bereite dich drauf vor, trage Socken, du wirst dich schälen wie eine Schlange. Du wirst überall Hornhaut haben, im Bett und. Trag immer Socken. Ich habe es so gemacht, da müsst ihr selber wissen, ob ihr es macht, weil ihr müsst vorsichtig sein, weil eure ganze Hornhaut geht weg. Ich habe nach 7 oder 8 Tagen eine Fußraspel genommen, so ein Bimmstein, und den Rest von der Hornhaut weggemacht, weil nur weil ihr das benutzt habt, ihr nicht babyweiche Haut, an manchen Stellen bleibt es. Ich habe das Ganze beschleunigt mit so einem Bimmstein, damit ich nicht irgendwie 14 Tage überall meine Hornhaut lasse. Ansonsten ist es ein gutes Produkt, ich kann es empfehlen. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Folgt mir gern für mehr von mir. Mua.